Herr Bürgermeister, lieber Michael, sehr geehrter Herr Landrat, Herr Verbandsbürgermeister, hohe Geistlichkeit, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Bruchweiler, Bernbach und Oberelsbach, vielen herzlichen Dank, dass wir heute hier bei euch in Bruchweiler sein dürfen und mit euch gemeinsam unsere 10 Jahre Städtepartnerschaft feiern dürfen. Wenn man überlegt, lieber Michael, du hast es ja vorhin schon angedeutet, 1938/40 sind die ersten Banden geschlossen worden und die haben sich letztendlich gehalten über all diese Jahre und vor allem auch mit dem Ortsteil Ginolfs und Oberelsbach. Und die Ginolfser waren in der Vergangenheit immer sehr stark engagiert hier auch und haben sich gegenseitig besucht, vor allem auch der Haverclub und die Mafia, so wie du das vorhin schon gesagt hast. Und es freut mich auch, dass viele von dem Haverclub, die jetzt schon älter geworden sind, gestern und heute auch hier sind und wir gemeinsam letztendlich auch feiern können und dürfen. Ja, liebe Bruchweilerer, ihr wart letztes Jahr sehr zahlreich bei uns in Oberelsbach vertreten zu unserem großen, letztendlich einmaligen Jubiläum 1200 Jahre Oberelsbach. Das hat uns sehr gefreut. Und dass ihr mit so einer riesengroßen Abordnung da wart, dass wir uns letztendlich dazu entschlossen haben, ein Bildband in limitierter Auflage aufzulegen und letztendlich die Ereignisse des Jahres 2012 noch einmal in Bildern festzuhalten. Und lieber Michael, ich darf dir das heute überreichen. Das ist angefangen von der Chronikvorstellung, letztendlich über das Festwochenende, wo ihr auch hervorragend dazu beigetragen habt mit der Felslandkapelle, dass es zu einem großartigen Ereignis geworden ist und letztendlich auch noch 150 Jahre Fränkischer Sängerbund. Ich darf dir das überreichen. Ich hoffe, es findet einen angemessenen Platz bei euch hier in der Gemeinde, im Archiv und dass ihr öfters auch darin schmökern möchtet. Ja, und ganz mit leeren Händen neben dem Fotobuch kommt man natürlich auch nicht zu unseren Freunden. Wir haben uns einen Jubiläumsbrand überlegt zum 1200-jährigen Jubiläum. Das ist was Einmaliges und es gibt es auch nicht so oft, einen Elsbeergeist. Vielleicht könnt ihr euch den nach der nächsten Gemeinderatssitzung einmal munden lassen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Alfons, dass du vor 10 Jahren letztendlich oder 12 Jahren die Initiative ergriffen hast, bei einem Urlaub in der Rhön und hast gesagt, Mensch, jetzt müssen wir endlich einmal Nägel mit Köpfen machen. Und wir, der Gemeinderat von Oberelsbach, aber ich denke auch euer Gemeinderat, wir kommen immer wieder gerne hierher und besuchen uns oder ihr nach Oberelsbach in die Rhön. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder mal kommen würdet. Ihr wart letztes Jahr ganz offiziell da, vielleicht können wir mal so eine inoffizielle Geschichte wieder mal machen. Wir reden auf jeden Fall heute noch von der Aktion oder von der ersten Begegnung 2002 und es wird immer öfters noch erzählt, Mensch, das war eine schöne Zeit und ein paar schöne Tage hier bei euch. Wir freuen uns auf den heutigen Abend noch, auf den morgigen Tag und sagen nochmals vielen herzlichen Dank und vergelt's Gott, dass wir heute bei euch sein dürfen. Dankeschön. Ja, lieber Birgit, vielen Dank für die Gastgeschenke. Diesen Oberelsbacher Elsbeerenbrand, den können wir ganz gut gebrauchen, auch nach einer Gemeinderatssitzung. Man hat ab und zu doch einiges zu verdauen. Vielen Dank auch für den Bildband. Wir waren letztes Jahr sehr gerne in Oberelsbach. Auch bei uns ist es so, dass in den Vereinen, in den Gesprächen miteinander über diese Fahrt gesprochen und geredet wird. Und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir waren wunderbar aufgenommen in Oberelsbach. Und wenn ihr demnächst wieder irgendwas zu feiern habt, ich glaube, wir kommen. Vielen Dank, Birgit.